Hi, wir sind Nadine und Nico von Wennwandern. Heute sind wir im wunderschönen Bundesland Sachsen in der Nähe von Dresden unterwegs. Und wollen uns den Priesnitzer Wasserfall angucken. Der ist 1 Kilometer müssen wir ungefähr wandern und es geht jetzt da lang. Und dann nehmen wir euch jetzt mit. Kommt mit. So. Hier schlängelt sich die Priesnitz lang. Es ist noch total unberührte Natur. Das sieht ja echt abenteuerlich aus. Hier müssen wir jetzt rüber. Hoffentlich hält es. Wir haben es geschafft über die Brücke, aber es war doch eine ganz schön wackelige Angelegenheit. Die nutzt gleich mal die Gelegenheit und ruht sich in der Hütte hier etwas aus und genießt die Aussicht. Ja, sieht gut aus. Weit ist es nicht mehr bis zum Wasserfall, wir hören ihn schon. Guck mal, da hinten ist er. Hier entspringt die Puschquelle und mündet dann in der Priesnitz. Dien hat Durst und wird sich gleich mal einen Schluck genehmigen. Ich wollte mal ein bisschen Quellwasser. Schmeckt? Guck mal, das sieht auch cool aus, wie die Wurzeln im Stein sich verankert haben. Wir sind jetzt wieder von unserer Wanderung zurückgekommen vom Wasserfall und laufen hier an so schönen Stadtvillen vorbei zum Wohnmobil. 4 Kilometer ungefähr war die Route. Lucy, hast du schön gewartet? Können wir jetzt mit Lucy auch noch mal rausgehen? Bei uns zum Frühstück gibt es heute Wachteleier. Wir stehen heute direkt am Schloss Moritzburg und wollen nachher Moritzburg machen. Genau da vorne ist das Schloss Moritzburg. Und Nadine probiert hier mal die dicken Gänse zu füttern. Wildgänse. Übrigens wurde hier auf dem Schloss Moritzburg der wunderschöne Film Aschenputtel gedreht. Mein Lieblingsfilm zu Weihnachten. Oh, wir genießen voll das schöne Wetter hier. Die Sonne scheint. Schatzi, guck mal, da sind Entenbabys. Das Schloss wurde direkt auf einer künstlichen Insel gebaut und der Schlossteich drumherum ist halt künstlich angelegt und deswegen sieht er so viereckig von oben aus. Oder? Überall, wo wir immer hingehen, holen wir uns so eine Souvenirmünzen und hier haben wir die von dem Schloss Moritzburg uns geholt. So, Nadine probiert mal den Aschenputtelschuh. Der ist zu klein. Im Jahre 1542 ließ Herzog Moritz sein Jagdschloss auf der künstlichen Insel erbauen. Und jetzt laufen wir einmal ums Aschenputtelschloss. Immer direkt am Wasser entlang. Total schön hier.
Guck mal, Nadine hat sich hier in den Baumstamm. Hier, ganz schlank bin ich, 20 cm nur breit. Ey, Leute, das war wirklich einfach. Scheiße, der hat Po. Der Po! Vorhin hatte ich hier so eine schöne Stufe. Ja, Nico, jetzt habe ich erstmal erst recht ein Problem. Das ist toll, mal nie wieder so ein Scheiß. Ja, genau. War doch ganz einfach. Aber warte mal! Das war doch gar nicht so schwer. So, Philou und Fritz fahren uns jetzt eine Runde um Moritzburg. Nee? Das mache ich mit meinem holden Fritz. Das macht gut Spaß. Das macht total viel Spaß. Moment, ne? Da waren wir schon, wir haben den Schuh schon anprobiert. Also, ich nicht. Aber hat er gepasst? Nee, er hat nur ein Stück gefehlt. Aber da reicht die Grundsäge. Ja, der richtige Fritz ist schon da. Machst du? Das hat mit der Einfriedungsmauer, die ringsrum ging, nichts zu tun. Nee, die ist wirklich nur die Umzäunung hier, genau, für den Schlosspark. Genau. Ja. Links und rechts sehen wir zwei größere Häuser. Das waren die Kavaliershäuser. Ja. So muss das sein. Vielen, vielen Dank. Hier lassen wir uns gleich das Mittagessen schmecken. Nach dem Schlossspaziergang und der schönen Kutschfahrt lassen wir uns jetzt hier in der kurfürstlichen Waldschenke Moritzburg den Wildschweinspieß schmecken. Der ist aus Wildschwein und Hirsch. Das ist auf jeden Fall sehr lecker. Süßkartoffeln. Das ist das Fasanenschlösschen und das soll das kleinste Fürstenschlösschen von Sachsen sein. Das gucken wir uns jetzt mal an. Das ist nur ganz klein quadratisch. Der Leuchtturm von Moritzburg, das Wahrzeichen. Komm Schatzi, hier geht's lang. Wer sagt das denn? Ich sag das, weil hier steht Butter am, Butterwaffel am Stiel hier lang. Okay. So, wir lassen uns jetzt hier die Butterwaffel direkt vor dem Fasanenschlätzchen schmecken. Wir sind jetzt wieder in unserem Kanu und machen uns jetzt auf, hier auf dem See eine kleine Paddeltour zu machen. Wir sind immer noch ganz in der Nähe von der Moritzburg. Und das Wetter ist so herrlich. Da haben wir uns gedacht, ab ans Wasser. Genau hinschaut, kann man da hinten schon wieder unser Wohnmobil sehen. Nämlich da steht es. Zwischen den Bäumen sieht man es durchblitzen. Aber wir machen hier noch schön an der Uferkante entlang und dann geht es wieder nach Hause zum Wohnmobil. So, wir haben unsere kleine Kanutour beendet hier am Mittelteich. War nur 4 Kilometer, aber war schön der See. Jetzt packen wir alles wieder ein und dann suchen wir uns einen Platz zum Schlafen. Guten Morgen! Wir sind jetzt auf dem Weg ins Dubringer Moor. Jo, also wir wollen uns hier einen Aussichtsturm angucken. Eigentlich waren unsere Pläne für heute ein bisschen was anderes. Wir wollten danach eigentlich in so ein Industriemuseum. Aber wir haben ja auf dem Weg Schilder gefunden über so ein Mittelalterfest. Und da uns das bei Burg Storkow so gut gefallen hat, könnt ihr euch gerne hier das Video angucken. Fahren wir danach auf ein Mittelalterfest. Wir sind jetzt angekommen am Moorgebiet. Hier nisten 39 Vogelarten. Das ist ja Lebensraum für 39 Vogelarten. Und jetzt gehen wir mal auf den Aussichtsturm.
Ja. Das Dubringer Moorgebiet, in dem wir uns hier befinden, umfasst eine Fläche von gut 17 Quadratkilometern. Hier wurde früher tatsächlich Torf abgebaut und 1995 wurde das ganze Gebiet hier rekultiviert und wurde wieder zu einem Moorgebiet erschlossen. Es sieht wunderschön aus und hier haben wir schon ganz viele Vögel gesehen, aber die lassen sich hier nicht so gut filmen. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu dem Mittelalterspektakel, wo wir hier gerade das Schild gesehen haben. Kommt einfach mal mit.